Hallo, wir werden einen Osterhase machen. Dafür brauchen wir das da. Jetzt malen wir den Stämmchen an. Das werden die Ohren. Das ist mein Osterhase. Was ist das? Mein Osterhase. Ich mag meine Osterhase. Jetzt male ich die Hände an. Jetzt noch die Füße. Jetzt müssen sie trocknen. Jetzt mache ich die Hände und die Füße. Und in der Zeit, Tufan, kannst du die Latzhose ausschneiden. Und das machen wir mit einem alten Weihnachtsmütze. Und darauf schneiden wir eine Latzhose. Und das ist die Latzhose meiner Hase. Jetzt werden wir ihn zukleben. Und jetzt haben wir die getrockneten Hände und die Füße. Ich brich das dann von der Mitte ab. So. Dann machen wir erstmal die Füßchen. Die tun wir hier rein. Op, und einmal Kleber nach oben. Und. Und so. Das sind die kleinen Füße. Höschen, Beine zu heben. Ebenfalls hier. Und hier. Was wir mit einer Weihnachtsmütze gemacht haben. Das war die Weihnachtsmütze vorher. Und das ist sie nachher. Okay, und jetzt machen wir die Arme. Brechen wir jetzt wieder von der Mitte ab. Oh. Genau. Machen wir die Arme nach oben, okay? Ja.
weiß, wer im Spiel ist, deshalb mache ich es. So sieht es schon mal aus. Und später kannst du noch die Dekorationen machen. Täschchen. Kann ich das wegkleben? Dann machen wir noch die Augen. Und das Schwänzchen machen wir dann mit der Spitze der Haare. Mit dem Spitze des Hütchens. So. So werdet ihr aussehen. Ja, so werdet ihr aussehen. Jetzt machen wir einen Punkt. Achtung auf die Finger. Genau, das ist die kleine Tasche. Wir haben eine kleine Tasche angebracht an die Latzhose. Okay, jetzt kannst du dir die Augen aussuchen, Schatz. Mhm. Ich nehme die wieder. Okay. Machen wir so. Ganz schön einbringen. Genau. Den Pommel schneiden wir zu einem Dreieck. Okay. Und fertig. Jetzt habe ich die Teile ausgeschnitten. Also, das ist die Nase. Und? Da ist die Nase. Genau. Die Zähne. Was sind das? Zähne und Mund. Genau, das machen wir so. Und so, und dann die Nase. Und jetzt wird es Mami dir mal kleben, okay? Ja. Jetzt haben wir das geklebt. Sieht mein Osterhase aus. Ha, der sieht aber lustig aus, du. Ganz lange Ohren. Ganz tolle Füße. Wow. Ich will noch weiße Ohren. Die muss ich zuschneiden. Das sind die Ohren, die stecke ich ein. Und wir haben sie von der Mütze, also ganz unten am Rand, haben wir die abgeschnitten. Von hier. Jetzt haben wir Ohren gemacht. Zeig mal, aber die müssen wir noch zukleben. Komm mal. Mit der Mütze haben wir Ohren gemacht. Ach je. Jetzt haben wir Ohren geklebt. In der Spielen und im Garten einstecken. Danke an meine Lehrerin Frau Lüscher. Liebe Grüße Frau Lüscher. Bleiben Sie gesund. Viele Grüße. Ich habe sie vermisst. Ich will etwas dekorieren. Bekommt ihr das in die Hand, die Blume? Ja. Wow, eine tolle Blume. Ja.
Und jetzt musst du die Blätter noch kleben. Die haben wir auch vorhin ausgeschnitten. Die sehen so aus. Achtung auf die Finger. Und so sieht man Blume aus. Wow, so toll hast du es gemacht. Und ich würde auch noch in die Mitte, weil wir noch so viele Sachen da haben, würde ich, du könntest jetzt entweder so ein Sternchen in die Mitte kleben oder das blaue Kreis könntest du auch noch in die Mitte kleben. Ja. Oder vielleicht so einen Pommel, einen gelben Pommel vielleicht oder einen weißen. Würde auch sehr gut aussehen. Ja, ich mache. Kann ich auch einen blauen? Und du kannst auch einen blauen putzen. Genau, nimm dir jetzt das Häuslein. Achtung, immer auf die Finger achten. Ja. Und ohne Mami niemals benutzen. Genau, das hast du sehr schön gemacht. Und wir haben hier noch Blumendosen. Das kannst du dir da rausnehmen, Tufa. Ja. Das kannst du als eine Vase benutzen oder so. Ja. Ich würde es da jetzt einstecken. Falls es etwas zu groß ist, kannst du es noch einkleben oder... Geht's? Nein. Zeig. Genau, das ist doch super. Dafür benutzt du es ja. Genau, siehst du? Das sieht so schön aus. Soll ich sagen, was du vergessen hast? Das Allerwichtigste hast du vergessen, was einer Hase gehört. Die Schwanz. Du hast den schönen Pommel vergessen. Ja? Pommel. Das ist das Allerwichtigste. Ich würde es weiter unten kleben. Weiter unten, genau, da ist super. Das langt davon. Und hau rein, genau. Hui, jetzt sieht's aus wie ein Hasen. Hui, so schön, so süß. Und wie heißt dein Hase? Ja. Wie heißt dein Hase? Peter Hase. Peter Hase, wow, der ist aber toll, du. Sieht aus wie Mario, nur in Hasenform. Jetzt kannst du noch etwas dekorieren, Tufan, wenn du Lust hast. Kannst du an der Latzrose etwas anbringen und dann machen wir jetzt Tahas weiter, weil Tahas... Hände und Füße sind jetzt auch getrocknet. Und jetzt können wir seins machen. Ich werde es an die Hand kleben. Was wirst du kleben? Das hast du nicht gesagt. Die Blume. Genau, super. Die schöne Blume. Ich bin jetzt ganz fertig. Kann der auch tanzen? Ja. Ui. Der ist wirklich toll geworden. Ja, mit Blume. Ja, der hat ganz schöne Blume in der Hand. Hallo Peter Hase, hallo. Hallo. Wo willst du hin? In den Garten oder vor die Haustüre? Hä? Vor die Haustüre. Vor die Haustüre? Da können wir dich einpflanzen. Ciao, ciao Peter Hase. Ciao. Und jetzt macht Taha weiter. Okay, Taha. Hallo. Hallo. Meine Latzhose. Was ist das? Meine Latzhose. Deine Latzhose, genau. Jetzt steck es rein. Genau, das machst du super. Jetzt stopp, da wird dir Mami helfen und es zukleben, okay? Mhm. Da ist noch nicht fertig. Und das ist meine Alienhase. Willst du ein Alien machen? Mhm. Alienhase. Ui. Jetzt mit der Latzhose sieht es noch süß aus. Da schauen wir gleich noch weiter, weil Mami muss Taha helfen. Deshalb machen wir es beide zusammen und können den Video leider nicht ganz aufnehmen. Aber dafür haben wir es ja bei Tufan gesehen, wie man es macht. Jetzt klebe ich die Augen.
Aber wir müssen vorher Leim drauf machen. Kannst du es kurz nochmal wegnehmen? Mhm. So. Pass auf den Leim auf und deine Finger. Hm. Ui, ein Alien-Osterhase. Der hat vier Augen. Mhm. Vier Kulleraugen, wow. Und jetzt mache ich nochmal eins. Wohin? Unten, so kleine. Da unten? Mhm. Da ist Fantasie. Pass auf deine Finger auf, es ist heiß. Okay. Und jetzt machen wir den Mund. Dann schneiden wir wieder. Von einem Pommel schneiden wir ein Dreieck. Das macht mit dir Mama nicht schnell. Also vom Alienhasen haben wir mal den Mund gemacht. Der sieht aber wirklich richtig gruselig aus. Ja. Aber das war Tahas Wunsch. Und jetzt kannst du die Knöpfe kleben. Du zeigst mir. Und ich mach den Heißleim. Hier und hier und hier. Eins. Zwei. Und drei. Ja, das ist zu wenig. So schön. Du hast deine Tasche. Wow. Das Knöpfchen hier legen. Genau, das Knöpfchen kannst du da reinlegen, aber lieber nicht. Das könntest du aber hierher kleben, wenn du willst. Das heißt, was Dekoration. Anderes. Was willst du kleben? Wir haben da auch noch bunte. So. Wir haben da auch noch Bälle. Blumen. So kleine Bälle. Kleine Pommelchen da. Die Pommeln haben wir da. So. Okay, ich mach den Heißleim drauf. So. Okay. Ja, du musst das mal kurz zur Seite nehmen. Genau, jetzt kannst du es draufkleben. Super. Und jetzt heb's mal hoch, dann schauen wir mal uns deinen Hasen an. Ein bisschen stillhalten. Wow. Der ist wirklich toll geworden, du. Ich bin jetzt auch fertig mit meinen tollen Hasen. Okay, wie heißt dein Hase? Alienhase. Alienhase, okay. Wow, so schön habt ihr es gemacht. Wo ist dein toller Osterhase? Ja, kannst du auch mal deinen zeigen? Wow, das ist ein Mädchen. Hallo. Wie geht's? Hallo. Wie bist du? Du hast so viele Augen. Ich bin ein Alien. Ein Alien. Darf ich schlagen? Hallo. Ja, dafür habe ich eine tolle Blume. Aber dafür bin ich noch stärker. Ich habe noch viele Augen. Und du zwei. Nee. Und dafür ist du hast kein Schwänzchen, das haben wir vergessen. Und dann hast du ein Häschen. Mama. Dafür hast du ein Häschen. Genau, jetzt hat deins auch ein Schwänzchen. Und hier. Na, 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 na. Ja. Welche ist die größte von hier? Diese. Wer die zweite? Ich. Ja, die dritte. Ich. Du. So. Wieso hast du so schreckliche Nase? Es ist so groß. Ein Optiker. Taha, zeig mal deinen Alienhasen. Die Schnur hat. Wow. Du bist ganz, ganz eklig. Aber dafür sind deine Zähne noch gefährlicher. Deine Nase ist hässlich. Und deine? Du fandst es sehr süß. Meine Nase ist toll, aber der da ist hässlich. Nein, der? Was ist denn? Was macht ihr da? Die Ursula ist da. Ja? Was macht ihr da? Schreit ihr?
Okay, jetzt machen wir mal alle Ciao Ciao. Schaut zu der Kamera. Ciao. Osterhasen und Ciao Ciao. Tschüss. Ciao Ciao. Vielen Dank an Frau Lischa. Tschüss. Tschüss. Wer für? Wann aber keiner kommt schon? Hat ja.